Nur spontan mal kurz eine Sache dazu eingefallen, jetzt auch irgendwie, weil ich finde, wenn man hier so steht, ist das irgendwie ziemlich ungemütlich. Also ich, jetzt Respekt vor der Veranstaltung, ich bin erst das zweite Mal hier, aber kann es sein, dass irgendwie auch die Stadt da irgendwie uns extra irgendwie keine besseren Plätze zur Verfügung stellt als an der windigen Alster bei Windstärke 7 oder sowas irgendwie und dann da, was weiß ich, auch noch eben vorhin, na egal, laute Musik, finde ich, wo man kaum was so richtig verstanden konnte oder verinnerlichen konnte von dem, was hier vorne gesagt wurde. Also das fand ich irgendwie ziemlich nervig und ich weiß ja nicht, ob von eurer Seite schon mal irgendwie geguckt wurde, ob man da woanders auch was finden kann, aber das fiel mir nur eben so ganz schnell mal ein, war jetzt keine große Sache. Also der Kollege ist noch nicht lange dabei. Wir standen hier schon bei Hagel, wir standen hier bei Wolkenbruch, Regen, mit 50 Mann unter so einer grünen Plane, jeder hat eine Ecke festgehalten, irgendwie 30, 50 Meter weit, naja gut, 500 Meter weiter ist der Blitz eingeschlagen. Und das macht halt aus. Also wir sind da. Ja, nein, du verstehst mich falsch. Also ich finde, das geht doch gar nicht darum. Ich finde einfach nur, je gemütlicher das ist und je mehr man sich irgendwie entspannen kann, desto besser können, oder nicht unbedingt, man muss ja nicht durchhängen, aber desto besser können, oder desto produktiver kann auch was werden, desto mehr Leute würden auch kommen. Aber guck mal, das ist eine Hauptstraße. Irgendwie da viele Eltern würden mit ihren Kindern schon denken, das ist mir viel zu gefährlich. Was weiß ich, und alles Mögliche. Und deshalb glaube ich auch, dass das hier kaum wesentlich größer werden kann, wenn das hier irgendwie, wenn man nicht mal einen vernünftigen Platz findet. Und jetzt wollte ich wissen, ob die Stadt dafür verantwortlich ist, dass sie hier nichts Besseres verteilen. Nein, wir sind selber hierher gekommen, weil wir ja auch gesehen werden möchten und präsent sein in der Stadt. Und das diskutieren wir gerne später nochmal weiter. Aber wir stehen gerne an der Alster, zumindest ich stehe gerne hier. Und wer kann sich durchaus, ich meine, ist ja, wir sind ja alle freie Menschen, wir können uns durchaus auch mal woanders treffen, das muss dann nur auch jemand organisieren. Aber ich stehe gerne hier und ich weiß nicht, ob es heute noch, ob noch Redebedarf da ist heute. Ja? Gut, dann bauen wir das hier mal kurz wieder auf. Freut mich, dass ihr noch da seid. Weiter geht's. Ah ja, ich muss noch mal ganz kurz zwischenschalten. Und zwar eine interne Mahnwachenankündigung von Jens, der heute leider nicht da sein kann. Es wird am Samstag in der Spitaler Straße von 14 bis 18 Uhr einen Mahnwachen-Infostand geben, privat organisiert. Und falls jemand Lust hat, kann er ja gerne vorbeischauen, sprecht uns mal drauf an. Wer Lust hat, kann sich auch noch hinstellen und mithelfen, unser Infomaterial zu verteilen und eben auch auf die Mahnwache aufmerksam zu machen. Und jetzt wieder offenes Mikrofon. Danke. Hallo, guten Abend, schön, dass ihr alle noch da seid. Ich bin Ilona. Die meisten von euch kennen mich sicher schon. Ihr wisst auch, warum ich da bin, wegen meiner Enkel. Ja, und in den letzten Tagen hat mich besonders bewegt von meinem Freund Kielerz Mohr, das darf ich ja sagen, da gibt es sogar Beweisfotos mit Kielerz Mohr und Oma Ilona, gibt es ein neues Video. Und zwar heißt das Die Welt von Morgen. Und dort singen die Kinder, die Welt von morgen gehört uns. Hört auf, sie zu vergiften. Ihr wart doch gestern noch wie wir. Warum habt ihr das vergessen? Also dieses Video solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Also das ist wieder ein Geniestreich von meinem Freund Kielerz. Und das ist auch das, was mich bewegt. Und darum bin ich hier. Dann kam ein anderer Freund heute auch mit einer neuen Botschaft. Das ist Ken Jebsen, ein unabhängiger Journalist. Er hat die Gelegenheit genutzt, dass der riesengroße Bahnhof in Berlin völlig leer ist durch die Streiks und hat mal gesagt, wir müssen jetzt Weichen stellen für den Frieden. Bravo! Und wir sollen einfach lernen, Friedensaktivisten zu sein. Fangt an im Kleinen, das, was ihr selbst bewegen könnt. Und das hat mich eigentlich wieder so in die Bahn gebracht. Ich habe erstmal die Infoblätter, die wir immer hier so schön verteilt haben bisher. Da hatte ich noch ein paar zu Hause. Da habe ich überall draufgeschrieben, mit freundlichen Grüßen, eure Nachbarin Ilona. Und habe das bei meinen Nachbarn erstmal schön in die Kästen verteilt und dazu eine blaue Karte, dass die auch wissen, was ich mache und warum bei mir im Küchenfenster eine Friedensfahne hängt. Ja, und
solche Aktionen müssen wir einfach mehr machen. Natürlich werde ich auch morgen wieder mit meinem blauen Banner dort hinterm Rathaus stehen, 14 Uhr, und der Frau Merkel mal zeigen, dass doch ein paar da sind, die sich das nicht mehr länger gefallen lassen. Bravo! Ihr lieben Senftenrennen für den Frieden. Ich suche begnadete Handwerker, möglichst Schiffsbauer oder Bootsbauer oder Leute, die mit Kompositwerkstoffen umgehen können, sowie Kohlefaser. Bitte meldet euch bei mir oder werft eine Adresse von einem Bekannten, der einen Bekannten kennt und der handwerklich fit ist. Ich habe dort hinten einen Briefkasten aufgehängt. Da könnt ihr die Adressen reinwerfen. Würde mich freuen, wenn ihr fähige Leute kennt, damit wir das Senftenrennen auf den Weg bringen können. Und jetzt noch ein Hinweis zum Denken. Google findet Fluorid blöd. Bitte sehr. Ja, hallo. Dennis ist mein Name. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich die Aktion hier super finde, dass ich es gut finde, auch dass ihr alle hier seid. Und ja, ich habe zu dem Thema ein Gedicht geschrieben und möchte euch das einfach mal vortragen. Ich muss dazu sagen, weil es nicht unbedingt jeder weiß, Schwermatrose ist ein Cocktail. Da hast du recht, das wusste ich nicht. Ich auch vorher nicht. Also, ich bitte nun den Angeklagten, das Podium vor mir zu erklimmen und werde anhand des Gesagten das nötige Strafmaß bestimmen. Herr Richter, lassen Sie mich sagen, dass es mir fast das Wort verschlägt. Mit Rohgewalt einander jagen, bricht das, wofür die Würde steht. Als Mauerblümchen war ich schnöde. Ich sammelte Tag ein, Tag aus. Die Höhle wurde mir zu öde, zog in die weite Welt hinaus. Mit monströsen Schieferhammern zerhack ich alles kurz und klein und fülle gierig meine Kammern, obwohl ich weiß, das darf nicht sein. Das, was ich hab, kann mir nicht reichen. Erbaue Turm und Aquädukt, missbrauch respektlos meinesgleichen für mein Bruttosozialprodukt. Verbreite Gift in hohen Dosen. Was ich nicht brauch, berührt mich nicht. Ich schlürfe meinen Schwermatrosen und spuck der Zukunft ins Gesicht. Das Urteil lautet lebenslänglich. Viel Zeit bleibt ohnehin nicht mehr. Des Hochmuts Blüte ist vergänglich, doch das sei hier nur peripher. Schwere Stille füllt den Saal. Ein jeder blickt ihn reglos an. Das Schicksal lässt ihm keine Wahl. Es ist der Mensch in seinem Bann. Danke. Moin, ich stehe hier für mich, für eine ganz, ganz persönliche, die wichtigste Sache in meinem Leben derzeit und eigentlich auch überhaupt. Der Mensch hat eine Stimme zum Reden, der eine missbraucht sie, um Dinge zu
zu bewerkstelligen zu bekommen und der andere benutzt sie, gebraucht sie, um sich den Ausdruck, den er, der ist, dem gegenüber zu vermitteln. Ich persönlich habe leider nicht die Qualität immer, um das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Und das Problem ist bei mir, für mich selber, wenn ich missverstanden werde, beziehungsweise wenn ich mich nicht so ausdrücken kann, das, was ich vermitteln möchte, und ich werde falsch verstanden und tue jemand weh damit, ja, dann ist das nicht meine Absicht. Und sollte ich jemand irgendjemals wehgetan haben, was ich zum Beispiel gestern getan habe, aus Versehen, ohne dass es mein Wille war, ich wollte mich nur ausdrücken, möchte ich für alle, die ich jemals irgendwie wehgetan habe, oder ob Absicht oder nicht, möchte ich mich aus dem ganz tiefsten Herzen um Verzeihung bitten. Und alle, die mir mal wehgetan haben oder mir in Zukunft noch wehtun werden oder wie auch immer, die sind schon verziehen. Ich danke der Menschheit. Dankeschön. Ich bin auch noch auf eine kleine Idee gekommen, jetzt mal was ganz anderes zum Thema hier. Also ich hatte mir mal überlegt, ob man nicht vielleicht mal sowas auf die Beine stellen könnte, dass man eine Petition irgendwie so versucht in Gang zu bringen, die irgendwie so alle Leute unterschreiben, die vielleicht, und ich glaube, da gibt es viel mehr in Deutschland, als wir denken, und zwar gegen Angela Merkel, weil ich meine, sie hat sich ja verpflichtet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, was sie seit langer Zeit schon nicht mehr tut und wahrscheinlich auch noch nie vorhatte. Und eigentlich könnte man nochmal irgendwie so ein Schriftstück aufsetzen und sie irgendwie anklagen oder verklagen oder was auch immer. Und wenn da zumindest irgendwie, sag ich mal, eine Million Unterschriften im Laufe der Zeit gesammelt werden würden, dann müsste man zumindest ja vielleicht ein bisschen mediales Interesse kriegen. Und das wäre so die eine Sache. Und das lasse ich jetzt erstmal, ne? Alles klar, Punkt. Ja, ich bin Neuling, ich wollte aber nur eine Sache loswerden. Kräfte bündeln morgen für Merkel. Also wird so viel Mist erzählt irgendwie auf Facebook und so. Bündelt eure Kräfte, dass wir mehr werden, um wenigstens Merkel morgen irgendwie, weiß ich nicht, eine geile Messe zu zeigen. Denn die Chance werden wir nicht oft haben. Ja, zum Beispiel, also was ich nochmal zum Beispiel sagen wollte, also auch zum Ost-Ukraine-Konflikt, also wie jetzt dieses ganze Russland-Bashing, ob es mal einfach so ein Szenewort hier so auszudrücken, ich meine, ich glaube, ein Drittel von Volkswagen oder so würde irgendwie wird nach Russland importiert. Das ganze Erdöl und so wird jetzt ja im Preis steigen, wissen wahrscheinlich alle hier. Weil wir jetzt davon wieder auf die Amerikaner angewiesen sind. Also im Grunde genommen, denke ich mal, ist das auch eher so von Amerika irgendwie so gesteuert, dass wir keinen Zugang mehr zum russischen Erdöl haben sollten. Und diese ganzen Sachen, dass jetzt auf einmal in der Börse der DAX wieder irgendwas bei 8.000 und so liegt, das ist einfach Schaden am deutschen Volk. Ich meine, uns geht sowieso schon nicht mehr so gut durch diese ganzen genannten Sachen, was weiß ich. Und jetzt ist, finde ich, auch so ein Punkt überschritten, wo ich das mit der Petition nochmal unterstreichen muss, dass es da genügend Punkte auch geben würde, wo man konkret werden könnte und sagen könnte, des und deshalb irgendwie ist das nicht mehr in Ordnung, wie sie handelt. Und auch jetzt die Art der Vermittlung durch die Medien, die ist natürlich ziemlich tricky und so, aber dass man es trotzdem vielleicht hinkriegen könnte, aufgrund oder mit ein paar konkreten Punkten, sie dann anzuzeigen, weil sie ihrem Eid nicht gerecht wird, halt den Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. So. Ja, also was ich, wenn ich mal da direkt drauf eingehen darf. Ich finde Petitionen nicht sinnvoll. Weißt du warum? Weil die einen Scheißdreck darauf geben. Und das hat sich so oft gezeigt. Es gab so viele Petitionen. Es gab die Petition für Recht auf Wasser. 2 Millionen Unterschriften. Um Wasserprivatisierung zu verhindern. Haben sie was
Haben sie das gemacht? Nein, sie haben Wasser trotzdem, sie haben die Petition abgeschmettert und in Griechenland ist trotzdem jetzt die Wasserversorgung privatisiert worden. Und du sagst es, ja, Merkel hat ihren Amtseid verletzt. Ich stimme dir eindeutig zu. Die verletzt ihren Amtseid täglich. Ja. Die scheißt auf unsere Geschichte, wenn sie in der Ostukraine da mit den Rechtsextremen da posiert und aber die wird auf eine Petition nicht eingehen. Es geht auch um das mediale Interesse, dass irgendwie die Leute vielleicht nur wissen, da gibt es 1 Million Leute in Deutschland, die scheißen auf Merkel und legen sich auf und die werden weil Merkel uns einfach nur noch Schaden zufügt. Und deshalb jetzt allein schon, was da durch Russland passiert. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, aber wenn wirklich Russland 30% von Volkswagen, von den Volkswagen-Importen irgendwie also importiert hat oder der Abnehmer von 30% von dem, was Volkswagen herstellt, dann die ganzen Ölpreise und was er jetzt irgendwie in die Höhe schießt und all sowas. Und wenn dann nur, ich meine, das wird natürlich nicht im ARD gesendet oder vielleicht, das wäre eine Wunschvorstellung, dass das in der Tagesschau mal irgendwie heißt, ja, hier 1 Million Leute haben unterschrieben irgendwie, dass sie, was weiß ich, eine Petition und dass sie Frau Dr. Merkel irgendwie anzeigen möchten oder so, weil sie ihrem Eid nicht gerecht wird. Ich meine, dann wäre das schon mal zumindest vielleicht eventuell sowas, was in Gang kommen könnte. Und da wir jetzt ja diese tollen Medien haben wie Internet und so, könnte man sowas vielleicht auch mal irgendwie arrangieren. Ich meine, Berlin, wo jetzt irgendwie 2000 Leute jeden Montag stehen oder so, oder noch mehr da mit den ganzen Leuten, KenFM oder was weiß ich, die würden da sicherlich auch noch alle aus allen Großstädten Deutschland irgendwie da hinzukommen. Und ich glaube, es gibt, also wenn ich mich mit meinen Nachbarn unterhalte, teilweise ganz alte Leute oder was auch immer, da gibt es so viele, die sagen, ihnen ist Putin sympathisch und die wissen gar nicht, was da los ist und so. Und ich glaube, das wird auch eher so dargestellt. Also ich glaube, viele Deutsche denken eigentlich ähnlich und denken, was geht eigentlich für eine Scheiße ab? Was machen die eigentlich die ganze Zeit die Russen so schlecht? Und viele regen sich echt auf. Also ich unterhalte mich da oft mit Leuten und ich denke, wenn man sowas vielleicht mal irgendwie in die Gänge setzen oder bringen könnte, wer weiß, könnte was bringen. Sonst Petition mit Wasser und so, ich weiß auch, es gibt so auch mit dem Genmais, es gibt so diese Geschichte Lisa und die Milchkuh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt irgendwie, wie gefährlich Gen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie gefährlich genmanipulierte Organismen sind oder das Futter auch irgendwie, also da kann immer von 4 Generationen hat im Bauer mal seine Kühe mit Mais gefüttert, dann auch per Gründüngung das wieder auf dem Acker ausgebracht. Seine Herde war innerhalb von 4 Jahren tot. Nach 2 Jahren waren Euterdurchbrüche da, dann Fehlgeburten und Blindheit und das und dies und das und alles Scheiße. Das bringt natürlich nichts, aber Frau Merkel direkt mal angreifen, dass wir vielleicht was anderes. Weil das mit dem Wasser, da Nest und ich weiß, in Brüssel kommt das zum Schluss. Ich weiß, da kommt auf einen Politiker, kommen irgendwie 100 Lobbyisten oder so. Da kann man natürlich wenig machen. Aber vielleicht wäre das ja mal ein Weg. Ich weiß es nicht. Naja, ist schon okay. Und ich weiß, was du sagen willst. Aber es gab das ja auch alles schon. Und ich habe selber die Petition gelesen zur Absetzung der Merkel-Regierung. Die gibt es ja schon, ne? Petition der Absetzung der Merkel-Regierung. Regierung, das haben 50.000 vielleicht unterschrieben. Und du hast recht, wenn, dann müssten alle an einem Strang ziehen. Dass man da mal so ähnlich wie bei der EBI jetzt, ne, der Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP, die ist erfolgreich, da haben schon Hunderttausende unterschrieben. Aber ja, man kann sagen, ja, dann müsste man, das würde aber auch schon wieder so viel Energie fressen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, du hast recht. Ich hatte vorhin auch so ein Beispiel angeführt. Ich weiß nicht, da könnten sich die Leute ja insgesamt ja auch selber einen Gedanken drüber zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hat am 25.07.2012, ihr könnt das googeln im Internet, mir egal, wir haben ganz klipp und klar gesagt, das Wahlrecht ist nichtig, das hat keinen Bestandteil, das in vielen Punkten wurde das gestrichen vom Bundesverfassungsgericht, höchste Instanz. Das zweite ist, dass die gar keine Steuern nehmen dürfen. Sind also im Prinzip jedes Gesetz, was gemacht wird, nach dieser Zeit, ist ja schon rechtswidrig, verdammte Scheiße. Das ist es doch dabei, der Verrückte dabei. Das heißt, wir sind als Volk, wir, das Volk, alle, egal welche Farbe wir tragen oder wen wir morgen anbeten oder nicht, wir müssen aufstehen, hey Leute,
Das Ding, was hier abzieht, das ist kriminell. Punkt aus. Fertig. Ich möchte nochmal auf die Ukraine zurückkommen und Russland. Man muss ja nun so betrachten, in der Ukraine geht das, wie gesagt, um die Fracking-Sache. Man will Russland aus dem Gasmarkt rausdrängen und Europa praktisch von Russland entbinden. Nun muss man aber auch gucken, 68% des Exports von Deutschland geht nach Russland. Russland hat aufgrund der Sanktionen, hat sich ja nicht jeder mitgekriegt, die Bauern müssen ihre Äpfel wegkippen und, reagiert. Und Russland ist ein großes Land, was sich im Eigentlichen selbst mit Rohstoffen und alles versorgen kann. Dazu kommt auch noch, dass Russland sich jetzt neue Quellen erschlossen hat und eben diese Sachen, die sanktioniert worden sind gegenüber Europa, praktisch aus Brasilien, aus verschiedenen Ländern praktisch geliefert werden. Letzten Endes ist es ja so, dass Frau Merkel mit ihrer Sanktionspolitik und Joe Biden hat das ja selber gesagt, dass Obama Frau Bundeskanzlerin Merkel dazu genötigt oder gezwungen hat, die Sanktionen durchzuführen. Russland ist als Markt verloren. Alle Fahrzeuge, die dorthin, wie gesagt, exportiert oder dort produziert worden sind, das ist eingestellt worden. Noch gehen die Leute hier drüben alle konsumieren. Ja? Die machen sich keine Gedanken darüber, weil sie glauben auch, das ist alles weit weg. Aber schneller als man gucken kann, werden wir nächstes Jahr irgendwann in den Zeitungen lesen, 100.000 Leute VW entlassen. Das wird kommen. Ja, die Wirtschaft wird sich dadurch einbrechen und die ganze Kriegshetze, die betrieben wird, über die Medien, man kann es ja immer wieder lesen, es sieht so aus, wie gesagt, ich habe den Sender Moskau 24 gesehen, dort wurde ein Bericht gebracht, dass, wie gesagt, NATO-Panzer an der russischen Grenze. Russland und China haben, aufgrund, dass sie sich bedroht fühlen, ihre Doktrin für das Militär überdacht und beide Staaten haben angekündigt, sich, wenn sie sich bedroht fühlen, mit atomaren Erstschlägen zu verteidigen. Das ist eine klare Aussage. Das wird in den Medien hier alles nicht gebracht. Aber die NATO muss weiter provozieren, muss, wie gesagt, in der Ukraine, Lettland drum und dran immer mehr Militär an Russlands Grenzen schicken, bis es irgendwann knallt. Und ich kann das auch nicht verstehen und ich sage es ganz ehrlich, es macht mich wütend, wenn ich sehe, dass da Leute sich halt totschlagen für so ein iPhone, ja, und nichts machen, wo sind sie alle? Dressiert, mein Lieber. Denen ist es egal anscheinend, ja, ob ihre Kinder, Familien, Freunde im Krieg vernichtet werden. Ja, wenn wir erstmal die Arme und Gebeine und einsammeln müssen, dann ist es zu spät. Richtig. Ja, aber ich habe ja neues Handy. Fotos machen will, wie die Leichenteile aussehen. Ich mache es jetzt kurz, weil andere auch noch wollen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht stirbt sich mit dem Handy. Ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht stirbt sich mit dem neuen Handy besser. Ja, vielleicht kann man. Vielleicht kann man den Atompilz noch aufnehmen und das war's dann. Jawohl, ja? Jawohl. Und wie gesagt, wenn ich Cyber Naidu sehe, wenn ich, ja gut, es gibt so viele Konstantin Decker und wie sie alle heißen und alle, die jeden Montag auf die Montagsmahnwachen kommen, da kann ich einfach nur sagen, danke, das sind tolle Menschen, die sich Gedanken machen, ja? Die, wie gesagt, sich für Frieden einsetzen. Und da muss man das nicht hinnehmen, dass Medien, die wir sogar noch finanzieren müssen, uns diffamieren, als was weiß ich, hier neue Rechte oder sonst was darstellen. Und da, wie gesagt, sollten wir viel, viel, viel nicht aggressiver, sondern agierender, genau. Wir sollten diese Berichte analysieren, wir sollten sie auswerten und wir sollten gegebenenfalls, ARD kann man nicht verklagen, aber die Leute, die das aussprechen und die das unter Zeug bringen, das ist Paragraph 130, Volksverhetzung und genau, dann gibt es Anzeigen. Die Möglichkeiten sind uns doch gegeben, die Gesetzeslage ist da eindeutig. Ja? Und
Wenn man in der Ukraine jetzt zum Beispiel guckt, ich habe einen Bericht zum Beispiel aus England gehabt, hat es aber auch in der deutschen Version gefunden, der IWF zum Beispiel. Der IWF hat mit Poroschenko da ausgehandelt, dass es Kredite gibt, aber nur, wenn die Ostgebiete in der Ukraine verbleiben. Und dann ging der Krieg natürlich da richtig los mit Phosphorbomben und was da alles runter. Das sind alles geächtete Munition, ja, weltweit geächtete. Und wie gesagt, das wurde, man muss da ja nicht lange überlegen, was da wirklich passiert. Ja? Wenn ich da eine Swobo da habe, die Bandera, fragt im Internet nach, wer Bandera ist. Ja, okay, dann mache ich das jetzt gleich kurz. Wie gesagt, und letzten Endes ist es nichts anderes als ein Völkermord, was da begangen wird. Ja? Wenn Politiker in der Ukraine von der Swoboda öffentlich aufrufen, Moskau zu vernichten und alle Moskaliten, also in der Ukraine, eine ethnische Säuberung vorzunehmen, dann sind das für mich Faschisten. Und wenn eine Frau Merkel das unterstützt und finanziert, das hat sie ja öffentlich gesagt, das kommt man den Medien ja entnehmen, dass sie sich persönlich engagiert, das Ganze zu unterstützen. Ich brauche keine Nazi-Versteherin als Bundeskanzlerin. Ja? Das ist klipp und klar meine Meinung. Aber ich möchte auch klar und deutlich festhalten, nicht alle Politiker unterstützen das. Und daher, wie gesagt, ich schere auch nicht alle über einen Kamm. Ja? Ich denke, die Mahnwachen werden Erfolg haben und wie gesagt, schönen Abend noch. Hatten Sie schon mal, jawohl! Ja. Hallo, ich wollte nur ganz kurz so eine Art Feedback geben, weil ich komme ursprünglich aus Kiel und hatte schon Angst, die Mahnwache nicht mehr mitzubekommen. Und muss sagen, hier in Hamburg sind schon mal viel mehr Leute da, sind vor Ort und ich verstehe, ich komme auch aus Kiel. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn man dabei bleibt, sich auch immer mehr Leute ansammeln werden. Ich weiß nicht, wie das Ganze angefangen hat, aber ich bin froh, dass es noch nicht vorbei war, als ich hier hinzugekommen bin. Und deswegen wollte ich nur ein bisschen zusprechen, dass das Ganze einfach etwas Zeit braucht. Also Stück für Stück sieht man hier, wie die Leute vorbeikommen. Und das mitnehmen und ein Stück sehen und irgendwann mal vielleicht auch dazu stehen und irgendwann mal vielleicht auch vorne stehen. Vielen Dank. Danke auch. Ich würde gerne noch mal etwas sagen, sonst gibt es immer die Wunschrunde. Und ich wünsche mir, ein Wunsch ist ja schon in Erfüllung gegangen, Frau Merkel kommt morgen 14.30 Uhr, Handelskammer. Und ich hoffe und wünsche, dass da viele, viele Menschen hinkommen und einfach da sind. Das ist schon mal der erste Wunsch. Der zweite ist am Wochenende gekommen. Ich war wieder, wie andere tausende Menschen, Betroffene von diesem Streik der Lokführer. Diese Lokführer streiken, weil eine Gewerkschaft vorschreibt zu streiken. Das wäre so ungefähr, mir sagt jetzt jemand, spring da rein, dann ist da dein Glück. Sie müssen nicht. Und jeder Einzelne, der hier ist oder woanders und einen Cent an Gewerkschaftsbeiträgen zahlt, ist mitverantwortlich. Es hat noch nie eine Gewerkschaft hier in Deutschland Arbeitsplätze geschaffen. Und ich weiß, wovon ich rede, seit den 80er Jahren. Nur ein Wunsch. Gebt das Geld lieber für was anderes aus. Gönnt euch was Schönes, Essen oder irgendwas. Und bitte seid morgen um 14.30 Uhr bei der Handelskammer mit dabei. Danke. Ja, ich war eben mit einem Kollegen schon mal wieder... Danke. So, also ich war eben mit einem Kollegen schon unterwegs. Wir haben uns da hinten die Location bei der Handelskammer angeguckt. Und ich habe auch gleich bei der Polizei angerufen, Führungs- und Lagedienst, und mich mal erkundigt, wie das so aussieht in der Versammlung. Und die sagten, innerhalb der Bannmeile gibt es keine Chance irgendwie auf eine Versammlung. Nun weiß ich leider nicht, wo die Bannmeile ist. Weiß jemand das von euch, wo die zu Ende ist? Diese Straße hier direkt.
Okay, also ungefähr 100 Meter Umkreis oder wie viel ist es? Alles klar. Gut. Ja, genau, das Ganze wird dann noch angekündigt. Mario wird heute über, was ich nicht, Facebook oder was, irgendwie ein bisschen was rumschicken. Wir werden uns auf jeden Fall morgen treffen hier. Ich schätze mal, wann geht's los? 14 Uhr? Ich sag einfach mal 14.30 ist Merkel da, dann sind wir auf jeden Fall vor Merkel da. Dann sagen wir, wir waren zuerst hier. Übrigens stehen da hinten auch schon lustig Autos von N24 und RTL, schön mit Satellitenschüssel für Live-Übertragung. So, wer Lust hat, kann ja mal rumgehen, sich das angucken. Ist direkt auf der Rückseite vom Rathaus. Ja, und dazu wollte ich nur noch kurz anmerken, es ist zwar so, du darfst keine angemeldete Versammlung da unternehmen, aber wenn da zufällig Einzelpersonen hinkommen, kann man nichts machen, ne? Also, wir sehen uns dann morgen. Ich ruf du nichts auf. Gut, und ja, ich glaube, jetzt ist kalt. Langsam haben wir alle genug gefroren. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Adam, möchtest du noch kurz was sagen? Aber wenn du sagst Einzelperson, dann darfst du keinen guten Tag sagen und nichts. Ansonsten ist gleich Versammlung und dann bist du weg vom Fenster, ne? Du musst dich alleine hinstellen und nicht, und kannst da deinen Protest sagen, aber nicht mit jemand anderem da reden. Dann bist du gleich weg, ne? Ja, wir passen schon auf. Aber danke für diesen Hinweis. Also, die Versammlung wird natürlich hier stattfinden, außerhalb der Bannmeile, und mal schauen, was dann passiert, ne? Also 14 Uhr hier, ist Treffpunkt. Ja. Ja, 14 Uhr hier. Und ja, dann mal schauen, vielleicht läuft der eine oder andere zufällig darüber. Ja. Okay, danke, dass ihr hier wart. Bis nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll.